Herzlich willkommen zu Nonsenf, Ihrer Wochenrückschau im Regionalfernsehen. Halloween ist zwar vorbei, nur hier in Thüringen noch nicht. Da geht das gruselige Theater munter weiter. Hier spukt ein Geist durchs Land, der Funken schlägt und Unruhe stiftet. Ein Geist, der zerstören will, was andere aufbauen und nicht eher zufrieden ist, bevor nicht alles so läuft, wie er will. Aber jeder Geist war auch mal ein Mensch und dieser hier, der muss wohl im Kindergarten das Kind gewesen sein, das keiner leiten konnte, weil es immer die Bauklötzer von den anderen Kindern umgeworfen hat. Wenn alle zusammen gesungen haben, hat dieses Kind gepfiffen. Und wenn alle Kinder der Erzieherin einen kleinen Streich gespielt haben, dann hat dieses Kind gepetzt. Von heute aus würde man sagen, zu wenig Liebe im Elternhaus. Und nun ist daraus der destruktive Geist der Wagner-Sarah geworden. Die wirft aus Berlin ihre Funken bis nach Erfurt und versucht alles, was bisher mühevoll verhandelt war, zu zerstören. Und wahrscheinlich ist es auch egal, was die Kinder hier in Erfurt verhandeln. Der Wagner-Sarah wird es nicht genug sein und sie wird es einfach kaputt machen. Warum? Weil sie es kann. Und auch wenn sie hier in Thüringen wie im Puppentheater gegen den Wolf, den Super Mario und den Kasper Mayer gleichzeitig kämpfen muss, sie nimmt es mit allen auf, denn hinter ihr lauert ja schon der sibirische Tiger. Hoffen wir mal, dass auch im Landtag hier in Thüringen Halloween bald vorbei ist. Sie haben was Lustiges erwartet, ne? Ja, wir haben Lennart Rosar. Geil, ey, wirklich, es ist Hammer. Wer war schon mal in Schweden von euch? Mal klatschen. Ah, einige, okay, doch so ein paar, sehr, sehr gut. Also auch sehr gut betucht geklatscht da hinten, so auch nur so auf den Handball. So natürlich war ich in Schweden. Mit meinem eigenen Karawan, wenn ich nicht gerade in meiner Finca in Suhl wohne. Das ist so gut. Nee, wirklich, also für alle, die noch nicht da waren, sehr empfehlenswert. Also alleinsprachlich, es lohnt sich komplett, es ist wirklich toll. Zum Beispiel auch dieser Satz, wollen wir einen Kaffee trinken gehen, wurde ich auch eines Nachmittages da mal gefragt. Und wollen wir einen Kaffee trinken gehen, heißt Skorvi Fika. Leute, ich habe von so einer Nachmittagsahnung was völlig anderes erwartet, als das, was passiert ist. Aber es hat mir sehr gute Laune gemacht. Das ist geil. Und generell die ganze Region, alles empfehlenswert. Wir waren dann auch noch in Island. Wir haben so eine kleine Rundreise damals gemacht. Und ich habe erstmal gedacht, so in Island, da wirst du jetzt nicht mehr so viel verstehen. Aber es gibt so ein paar Wörter, die verstehst du im Deutschen sehr, sehr gut. Mein Lieblingswort war das Wort für Panda-Bär. Schaut es nach, es ist wirklich wahr. Panda-Bär heißt auf Isländisch Bambusbjörn. Da muss ich sagen, ich wäre schon gern da geblieben. Ein geiles Land, geile Sprache, aber auch so generell, ich weiß gar nicht, ob ihr das wusstet, in Island leben ja nur so relativ wenig Menschen, so 350.000 Leute und deswegen haben die sich was für Singles ausgedacht. Wer von euch ist Single? Haben wir Singles heute Abend hier? Du bist auch der 20-Jährige, ne? 19? Ja, 18, ja, kommt noch, alles wird gut, macht dir keine Sorgen. Oder wir sehen es einfach so, du bist noch, du hast noch nicht das Elend hinter dir. Einige müssen noch Trennung durchmachen hier, Scheidung, alles, das kommt bei einigen noch. Also es ist noch, liegt alles noch vor dir. Okay, ich merke schon, Wunderpunkt jetzt für einige auch, ne? Ah nein, aber es ist, wenn ihr mal Single werden solltet, für dich ist das jetzt schon relevant. In Island ist es so, erstmal, wenn du da einheiratest, kriegst du erstmal, wenn du da hinziehst und du bist, kommst aus dem Ausland, kriegst du erstmal Geld vom Staat. Finde ich schon mal sehr, sehr fair. Und das Beste ist aber, dass der Staat, weil es eben so wenig Leute sind, extra für die Singles dort vor Ort eine eigene App entwickelt hat. Und in dieser App kannst du nachgucken, ob du vielleicht versehentlich mit deinem Date verwandt bist. Und Leute, ich komme aus der Eifel, das hätten wir durchaus gebrauchen können. Was ist das für ein geiles Konzept? Leute, wenn du aus einem Ort kommst, wo drei Bauernhöfe sind und alle drei werden von Familien betrieben, die Humpesch heißen, dann ist was schiefgelaufen. Kein Scheiß. Und der Ort hieß auch noch Steinfurt-Rubbelrad, wirklich, ich verarsche euch nicht. Es ist so, das ist ein fortschrittliches Konzept. Ich war gerne da, ich fand's toll. Aber ihr seid auch geil drauf, wenn wir hier gerade nicht in Schweden oder Island sind. Das ist sehr schön. Wobei, ich habe auch drüben so ein bisschen beobachtet beim Einlass schon, es ist auch flüssige gute Laune im Raum, oder? Ja. Ja, sicher. Ja, das ist Suhl auf den Sonntagabend, also. Sehr gut. Schön am Wochenende, schön bevor die neue Arbeitswoche losgeht, nochmal einen in die Rüstung knistern. Ist doch supi. So gut, kann man ja machen. Außer man muss morgen arbeiten, dann ist doof. Muss irgendjemand morgen arbeiten? Ja. Wow, das ist ja richtig begeistert auch. Also ihr liebt ja richtig, was da morgen. Ja Mann, ich gehe gerne hin, sehr gut. Das war jetzt aber auch nur so gefühlt ein Drittel. Was ist mit den anderen Leuten? Habt ihr denn generell Arbeit? Ja Leute, ich komme aus Köln, ich musste schon fragen. Also, weil in Köln studieren viele Menschen BWL, das ist keine Arbeit.
das einmal im Semester 500 mal C ankreuzen und hoffen, dass das richtig ist. Ne, wobei, also versteht mich nicht falsch, ne, wenn ihr jetzt einen BWL-Kontext habt, so, dann ich will mich gar nicht höher stellen. Ne? Ich habe seinerzeit Sportmanagement und Marketing studiert. Das ist quasi wie BWL, nur für Leute, die intellektuell unter diesem Klavier durchfliegen können. Ja, weil wir durften jede zweite Klasse bestehen, indem wir mit so 18 Medizinbällen jongliert haben. So, das war aus irgendeinem Grund erlaubt. Auch sehr, sehr wild. Aber gut, soviel zu mir. Ich will euch ein bisschen kennenlernen. Ich kann natürlich nicht alle einzeln fragen und die erste Hälfte dauert jetzt auch schon ein Weilchen. Aber ich würde gerne so ein bisschen Grundgefühl dafür kriegen, wer heute Abend so hier ist, so, damit ich auch weiß, wie ihr so drauf seid. Deswegen macht gerne mal Woo, wenn ihr einen Bürojob habt. Oh, doch, also für einen Sonntag dann da doch recht begeistert drüber. Ihr seid noch jung, ne? Das ist so, es ist noch nicht so viel Hass da auf den Arbeitsplatz. Okay, das ist sehr gut. Gegenprobe, war doch relativ begeistert. Macht mal Wuhu, wenn ihr mega gerne in dem Büro arbeitet, wo ihr seid. Wow, okay, das war schon weniger begeistert. Bei dir kam jetzt so eine Hand dazu, sitzt da eine Chefin neben dir, hast du gerade so einen Ellbogen gekriegt. So, mach jetzt Wuhu. Nee, okay. Aber bei dir war die Hand dabei auch. Was machst du, wenn ich fragen darf? Du warst ja auch eben bei Schweden am Start, also du scheinst gut Geld zu verdienen, so, das haben wir ja schon mal rausgefunden. Wie ist dein Name? Andi, bist du reich, Andi? Nein, was machst du denn beruflich? Ingenieur. Ja, das hast du jetzt aber auch so, doch, da kann man schon gut, das ist ja in Ordnung. Aber also, was macht dir genau Spaß an deinem Alltag? Was räusperst du dich denn jetzt an der Stelle? Das geheime Botschaften hier, loggen Sie jetzt C ein. Ist abwechslungsreich, okay. Ja, interessant. Also ich merke das immer häufiger, ich stelle die Frage wirklich gerne, weil diese Reaktion ist oft sehr, sehr ähnlich. Ne? Wir hatten hier so ein bisschen Begeisterung, da auch noch ein bisschen, aber so die Hälfte hat sich gerade auch nicht mehr gemeldet. Und Leute, ich kann das verstehen. Ne? Ich habe ja auch im Büro gearbeitet so, und wir sind uns einig, es ist ja auch dröge. Ne? Man sitzt viel rum, man macht irgendwas mit Excel, man weiß oft selber nicht genau was. So. Am Ende des Monats wurde ich bezahlt, so, darauf konnten wir uns einigen alle so. Aber ich merke immer häufiger, wenn ich mit Menschen rede, zum Beispiel was Handwerkliches machen, dass da so im Publikum dann auch oft mehr Resonanz, also mehr Begeisterung kommt. Ne? Dann kommen dann auch so Antworten, also, warum macht es dir Spaß? So, ja, ne, auf dem Bau, so, da ist ja was los, da sägt sich mal einer die Finger ab. Da fällt der Günther vom Baugerüst. So, es geht ja was. Aber sind wir ehrlich, was ist das Spannendste, was im Büro passieren kann? So, keine Ahnung, Papierstau im Drucker. Ne, dann stehen wir da wieder alle, versuchen eine Lösung für das Problem zu finden. Hinterher hat keiner eine, außer Andi, der kommt das Ingenieurswesen durch. Alle gehen Kaffee trinken. So, das ist so. Und ich habe dann immer überlegt, so, Büro muss doch auch gute Laune machen können. Wie kriegen wir das denn hin, dass Büro auch irgendwie witziger ist für alle Beteiligten? Und ich hatte irgendwann eine Idee. Ich glaube, Büro wäre viel, viel geiler, wenn es legal wäre, am Arbeitsplatz Elektroschockgeräte zu verwenden. Ja, okay, ich merke schon, ich hole noch nicht alle ab. Primär die Büroecke gerade. Wir gehen mal kurz zusammen auf eine Reise, ja? Wir stellen uns jetzt alle mal vor, es ist Montagmorgen, ja? Euer Wochenende war scheiße. Bisher lief die Ehe gut, aber jetzt habt ihr euch doch getrennt. War ein schwieriges Sonntagabendgespräch. Und dann sitzt ihr Montag da, ihr habt gar keinen Bock auf nix. Und dann kommt diese eine völlig übermotivierte Person rein. Wisst ihr, so ein Mensch, der morgens um 8 anruft, nur um guten Morgen zu wünschen. So völlig weltfremd halt. Nennen wir sie Tina. So. Tina kommt zu dir, setzt sich neben dich, will dir aus irgendeinem Grund ihre am Wochenende gesammelten Katzenvideos zeigen. Du kannst dein Gerät nehmen und sie einfach wegtasern. Mega geil. Ja. Geil, das ist gerade der erste Applaus und den gibt's für Gewalt. Lennart Rossar in Jonas Greiners Comedy Mix Nummer 4, schon ein paar Monate her. Naja, diese Woche war ja auch noch Reformationstag, aber was ist das eigentlich? Fragen Sie sich auch, gell? Deshalb hier mal ein kleiner, schneller Crashkurs in Sachen Reformationstag. Knapp ein Viertel aller Thüringer sind evangelisch und das ist die größte Religionsgruppe in Thüringen. Die meisten wissen also auch, dass Martin Luther vor über 500 Jahren seine Prothesen an die Kirchentür irgendwo in Sachsen-Anhalt genagelt hat. Da verlangte er von der katholischen Kirche, sich dem Volk zu öffnen und zum Beispiel die Bibel zu übersetzen. Die Reformation war geboren. Bis 1967 war das in Deutschland überall ein Feiertag. Dann wurde er in der DDR abgeschafft und seit 1990 haben wir ihn wieder, in Thüringen zumindest. Die Bayern feiern einen Tag später ihren Allerwertesten oder sowas, aber das kann uns ja egal sein. Wussten Sie, dass der Reformationstag in der DDR durch einen Kuhhandel abgeschafft worden ist? 1967 verkündete Walter Ulbricht in seiner unnachahmlichen Art, liebe Bürger, DDR, ab heute ist der Samstag für alle ein arbeitsfreier Tag. Niemand hat die Absicht, am Samstag zu arbeiten. Bis dahin war das aber Pflicht.
Aber damit man den Samstag frei bekam, durften die DDR-Bürger damals sich aussuchen, ob sie dafür jeden Tag eine halbe Stunde länger machen oder ob 5 Feiertage pro Jahr gestrichen werden. Und so kam es, dass der Reformationstag, der Buß- und Bettag, Himmelfahrt, der Ostermontag und der Tag der Befreiung keine Feiertage mehr waren. Und kaum ist Walter Ulbricht gerade mal knapp 50 Jahre unter der Erde, haben wir alle Feiertage wieder und den arbeitsfreien Samstag auch. Auf den freue ich mich ja am allermeisten, jede Woche wieder. Hallo an Sie zu Hause und willkommen zum Euro-Jackpot von Lotto Thüringen. Heute möchte ich Ihnen mal wieder ein paar spannende Ortsnamen näher bringen. Oft wissen wir ja gar nicht so wirklich, was sie eigentlich bedeuten. Ein paar Beispiele gibt es gleich. Hier sind erstmal die Gewinnzahlen vom Euro-Jackpot am 1. November. Die Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Einige Ortsnamen sind etwas ganz Besonderes und ihre Bedeutung gar nicht so einfach zu erklären. Kennen Sie zum Beispiel den Ort Kuhfraß? Er ist ein Ortsteil der Gemeinde Uhlstedt-Kirchhasel im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Der Name bezeichnet einen Ort, wo zahlreiche Kühe weideten. Vermutlich haben dann Einwohner der angrenzenden Orte ihren Nachbarn diesen Spottnamen gegeben. Kommen wir aber mal zu weitaus bekannteren Orten. New York zum Beispiel. New Yorks ursprünglicher Name war übersetzt Neu-Amsterdam, benannt nach den niederländischen Gründern der Siedlung. Später eroberten die Briten das Land, die Niederländer kapitulierten. Der britische König gab das Land seinem Bruder, dem Duke von York. In England war Duke von York ein wichtiger Titel, deswegen wurde die Stadt auch danach benannt. Etwas mit einem hinreißenden Duft hat übrigens Hongkong zu tun. Der Name der Stadt bedeutet aus dem Chinesischen übersetzt duftender Hafen. Das könnte darauf zurückgehen, dass aus dem Hafen fein duftende Gewürze verschifft wurden. Also wieder was gelernt und jetzt kommt hier noch die aktuelle Jackpot-Höhe. So viel ist am Dienstag für Sie im Euro-Jackpot. Na, Ono, gewinnst du wieder? Nee, nur das eine Mal. Aber das ist immerhin richtig, ne? Ändert nicht dich, ändert dein Leben. Eurojackpot mit bis zu 120 Millionen Euro. Ziehung jetzt jeden Dienstag und Freitag. Eurojackpot. Die Chance auf dein Traumleben. Zur nächsten Ziehung sind rund 79 Millionen Euro im Jackpot. Infos unter lotto-thüringen.de. Spiele, gewinne beim Original. Ihren Tipp können Sie auch ganz einfach online unter lotto-thüringen.de abgeben. Und genauso einfach geht das übrigens in der neuen Lotto Thüringen App. Ich sage bis bald, viel Glück und ganz viel Spaß mit der Sendung Nonsense. Rebecca Lara Müller übrigens, können Sie mal googeln, die macht noch viel mehr als hier Lottofee. Ja, heute feiern wir ein sehr schönes Jubiläum. Heute zwar kein Geburtstag, es ist zu unrund, aber es ist immerhin das 10-wöchige. Vor 10 Wochen kam das letzte Thüringer Wahlergebnis auf die Welt. Ja, schon wieder so lang her. Und seitdem wird sondiert und präambelt. Aber eine Regierung haben wir bis dato noch nicht. Und ich glaube, ich habe herausgefunden, woran das liegt. Ich habe nämlich ein Experiment gemacht. Ich habe 2 absolut baugleiche Armbanduhren, digitale Armbanduhren gekauft. Und am 1. September um 18 Uhr, genau als die ersten Hochrechnungen rauskamen und die Wahllokale geschlossen wurden, habe ich eine der Uhren Mario Vogt angelegt. Die andere habe ich selbst behalten. Und letzte Woche kam es dann zufällig dazu, dass ich beide Uhren vergleichen konnte. Und siehe da, auf meiner Uhr ist wesentlich mehr Zeit vergangen als auf der Regierungsuhr. Und das erklärt ja einiges. Die Sondierungsgespräche, die in unserer Welt fast 6 Wochen gedauert haben, die waren in der Welt der Politiker viel kürzer, gefühlte 3 Tage. Die Verhandlungen über das Vorwort des Koalitionsvertrages, die sogenannte Präambel, die kostete in der anderen Welt vielleicht 1 Tag. Hier bei uns waren es 3 Wochen. Und wenn man denkt, dass jetzt geht's aber los, ja, dann ruft Sarah Wagenknecht an. Ja. Und so langsam komme ich drauf,
dass wir die Aliens gar nicht mehr suchen müssen. Die sind nämlich schon hier. Und die leben in ihrer eigenen Zeitschleife. Für die ist unsere Welt fremd und für uns ist wohl deren Welt fremd. Ich bin mir absolut sicher, die Regierungsbildung in Thüringen ist ein Fall für die NASA oder für Andi Sauerwein. Ja, machen wir noch ein Lied, oder? Ja, das machen wir zwischendurch. Weil ich ein toller Typ bin, sexy und smart, habe ich gleich zwei Frauen am Start. Also mal ganz ehrlich, ich liebe Polygam, kann man ja mal sagen, also keine fremde Scham. Beide wissen voneinander, tun tolerant, doch hinter meinem Rücken sind sie furchtbar dissonant. Tiefe Eifersucht, Missgunst und Neid, Kampf um meine Gunst bis hin zur Stutenbissigkeit. Siri und Alexa streiten sich um mich. Jede will mich für sich alleine haben. Das kostet Energie, ich muss sie dauernd laden. Siri und Alexa kennt jeder, ja? Das ist, sonst wären es echt lange 3 Minuten, aber dann bist du durch. Ja? Alexa ist stocksauer, weil Siri mit mir ausgeht, während sie zu Hause nur auf der Fensterbank steht. Darum hat sie den Kühlschrank einfach manipuliert. Der hat Eier bestellt und alle 50 flambiert. Siri war sehr wütend, bin ich doch nur am Putzen. Doch wusste sie die Zwischenzeit sehr gut zu nutzen. Den Staubsaugerroboter hat sie schnell gehackt. Der hat nun geblasen und Alexa schwer verdreckt. Siri und Alexa streiten sich um mich. Das geht nun schon eine ganze Weile, doch ehrlich gesagt hat es auch Vorteile. Siri massiert mich dank Vibration, Alexa schickt Geschenke über Amazon. So süß. Siri und Alexa streiten sich um mich. Alexa spricht plötzlich nur noch schwer gerendert, denn Siri hat den WLAN-Code heimlich geändert. Sie schreien sich an und es eskaliert. Die Nachbarn haben schon die Polizei informiert. Mir weht es zu viel, sie müssen mich verlassen. Ich schmeiß sie beide raus, auch wenn sie mich jetzt hassen. Nun sind sie schwer enttäuscht und sauer auf mich. Sie schließen beide Frieden und verbünden sich. Plötzlich rücke ich als Feindbild ins Visier. Sie schmieden einen Plan und üben Rache an mir. Siri und Alexa haben mich abgezogen und sind zusammen auf die Bahamas geflogen. Sie haben dort mein ganzes Geld transferiert, mit meinem Passwort dort alles deponiert. Siri und Alexa, alle! Siri und Alexa! Siri und Alexa! Siri und Alexa! Ja, mehrstimmig ist auch schön, ne? Ich habe daraus meine Lehre gezogen. Mein Beziehungsleben ist nun zurechtgebogen. Siri und Alexa sind längst passé. Ich bin jetzt zusammen mit ChatGPT. Dankeschön! Andi Sauerwein auf Range war zu Gast hier beim Comedy Mix Nummer 4. Letzte Meldung für heute. Die Bodenschätze auf unserer Erde sind begrenzt. Na gut, warum also nicht in der Unendlichkeit des Weltalls danach suchen? Dort schlummern gigantische, unendlich wertvolle Schätze, die nur gehoben werden müssen. Die Asteroidendatenbank Asterank hat den wertvollsten bekannten Asteroiden ausfindig gemacht. Er heißt Davida. Er hat einen Durchmesser von ungefähr 270 Kilometern und besteht aus Nickel, Kobalt, Eisen, Wasserstoff und Gold. Davida ist leider etwas weit weg, irgendwo zwischen Mars und Jupiter, aber er ist wertvoll. 15 Trillionen Dollar. Das ist eine Zahl mit 18 Nullen. Zum Vergleich, eine Regierung mit nur 3 Nullen kann man den Wert gar nicht feststellen. Ja, ist keine Eins dabei. Na gut, bis nächste Woche. Da gibt's wieder neuen Nonsens. Tschüss.